zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich bin am Ansehen mit der neuen Sämaschine. Das war vielleicht ein bisschen zu steil eingelehnt. Mal Richtung peilen. So, wir sind am Ansehen mit der Amazone Condor 15001, knapp 15 Meter Arbeitsbreite. Im Gegensatz zur Hirsch Pronto, die nur 9 Meter hatte, ist das ein Riesenvorteil. Und ja, wie effektiv das sein wird, wird man, denke ich, Ende der Woche wissen. Dann hoffe ich, dass ich alle Felder angesät habe. Wir sehen hier Weizen an. Auf einem Feld wird man Soja ansehen und auf dem dritten Feld werde ich, denke ich, Mohn oder sowas ansehen. Dass wir mal ein bisschen Frucht unterschiedliche Sachen haben. Und auch vor allem für die Tierchen. Dann ist das Ganze nämlich ein bisschen wieder entspannter. Die anderen Felder werde ich nach und nach dann düngen. Eins nach dem anderen düngen, ansäen. Nicht alle gleichzeitig düngen und ansäen, damit ich einfach ein bisschen Zeit zwischendrin habe, dass ich am Ende nicht wieder in so einen Mega-Erntestress komme und nicht die ganze Zeit oder eine ganze Woche lang oder zwei Wochen lang ernten muss, sondern dass es ein bisschen zumindest versetzt ist. So ist der Plan. Außerdem bin ich gespannt, wann sich die Blaubeeren melden, wegen diesem neuen Herrn, der da anscheinend einen Schweinebauern betreibt. Von dem ich eigentlich nichts wusste. Mit der Sämaschine muss man schon ein bisschen aufpassen. Die hat eine mega Breite. 15 Meter ist schon ordentlich. Aber es geht ganz gut. Bin mal gespannt, wann der Neumann einen Trecker bringt. Und wenn euch das Projekt gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like, Abo oder einen Kommentar da lasst. Unterstützt mich einfach damit. Inzwischen müsste ich auch knapp 2000 Videos auf dem Kanal haben. Und allein davon sind Minimum, warte mal, 400, Minimum 600 Videos vom Roleplay hier auf dem LS19. Das ist schon keine kleine Menge. Über 2 Jahre zocken wir ja schon.
Ah, halt. Ich habe doch glatt vergessen, das Ding hier anzuschalten. So. Ich bin am Überlegen, ob ich die Sämaschine einfach ins nächste Feld stellen soll. Die wird ja keiner klauen. Hoffe ich mal. Vor allem werde ich das nächste Feld ja auch relativ zügig bearbeiten. Ich muss nur an den Hof den Düngestreuer holen. Und dann geht's da ja schon weiter. Vielleicht rufe ich mal bei den Blaubeeren an und frag danach, ob die was wissen davon. Könnte ich eigentlich auch machen. Die was davon wissen, dass es hier so ein jemand Neues gibt in der Gemeinde. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß. Ne, mir fällt der Name nicht mehr ein. Also wenn ich auf jeden Fall schaffen würde, heute noch alle drei Felder anzusäen, das wäre optimal. Also heute nicht, aber im Laufe der Woche. Jetzt los. Kein Gas mehr an. GPS hat blockiert. Interessant. So. Ach, sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Als nächstes werde ich mir, glaube ich, das Feld da drüben mal pachten. Oder kaufen. Kaufen wäre wahrscheinlich noch besser. Muss ich mich mal informieren, was es kostet, damit ich da ein bisschen drauf sparen kann. Genau, am Überlegen, ob ich den Joskin. Ich habe ja noch einen Joskin-Anhänger. Ob ich den vielleicht verkaufen soll. Weil eigentlich brauche ich den nicht. Naja, mal telefonieren. Klingelingeling. Glaube ja. Folge hier, servus. Oh, hi, Volker, grüß dich. Das klang aber nicht so motiviert. Was ist los?
Ach, ich habe Stress mit unserem Anhänger, der die Kippfunktion, die will nicht mehr. Oh. Was für einer? So ein Fliegel. Ein Fliegel? Ich habe da 40.000 Liter Kalk drin und der will nicht abkippen. Oh, oh. Das ist ja doof. Ja. Ja, hoffe ich mal, dass du das Problem noch lösen kannst. Du, weißt du irgendwas von einem neuen hier im Lande? Ja, habe ich gehört, ein, ach, wie heißt der, Mario. Okay. Ist uns zu Ohren gekommen, der hat sich bei uns vorgestellt. Okay, der hat nämlich behauptet, er würde für einen Schweinebauern arbeiten und wollte hier gleich wissen, wo welche Maschine steht und weiß auch ich was. Ja, das hat er uns auch gesagt, dass er auf dem Schweinehof ist. Okay. Er hat nämlich gemeint, ihr könntet das bestätigen. Ja, also ich glaube ihm das, weil er kam auch ganz mit der Maschine vom Schweinebauer hier an und hat sich unseren Kalkstreuer geliehen. Also. Okay. Ja, ich bin da ein bisschen skeptisch, sehr, weiß ich. Seriös aus. Also. Okay. Gut, weil der wollte sich bei mir halt dann auch auf die Maschinen abholen, aber ich wusste jetzt nicht, ob das stimmt und nachher sind die Maschinen weg, na heißt, ich bin schuld. Ja. Nee, also ich glaube, er sah sehr seriös aus. Kam auch sehr seriös rüber, dass er irgendwie kein, ich sag jetzt mal, Betrüger ist oder so. Okay. Das passt. Gut, dann weiß ich Bescheid. Okay. Gut. Jo. Ciao. Jo, tschüss. Hallo. Moin. Steht am Hof. Ja, supi, vielen Dank. Aber könntest du mir noch sagen, was mein Anhänger der Joski noch so wert ist? Könntest du den schätzen? Der steht am Hof. Ah, okay. Ich wusste jetzt nicht, ich habe dich nicht gesehen, dass du schon vorbeigefahren bist, sonst hätte ich dich vorhin schon aufgehört. Ja, ich bin hinten am Wald und Sägewerk da längs. Ach so, okay. Also, wenn du hier nicht lang gefahren. Das mal gucken könntest, weil den würde ich vielleicht verkaufen wollen. Weil ich habe ja noch den Fliegelanhänger. Ja, dann fahre ich jetzt nochmal zu deinem Hof und wenn du den verkaufen willst, dann nehme ich gleich mit. Rufst du mich dann an, was der wert ist? Ja, meine ich ja, bevor ich den verkaufe. Okay, und so, hast du die Sprühdosen dabei? Zum Lackieren? Jo. Ja. Kannst du das dann noch machen? Muss ja auch schnell machen. Ja? Ja, auch noch mal schnell machen. Ja, sonst bist du ja noch mal kommen. Ja. Und dann vielleicht noch den nächsten Auftrag. Kann man diesen großen Dinger da, den Farmstar, kann man den auch noch umlackieren? Farbe. Achso. Farbe oder meinst du den Aufkleber? Keine Ahnung, was kannst du denn da so machen? Der Aufkleber geht noch anders. Ja, da hätte ich gerne sowas von mir drauf. Kannst dich ja kreativ austoben. Und eine andere Farbe? Wenn das geht, so ein Deutschgrün. Ich sehe das gerade. Ja, was Obwohl, ist man sieht es noch. Ha? Ich habe so eine App, da sieht man das schon so aussehen könnte. Oh, okay, das passt mit der Farbe. Ja, das geht? Ja, das passt. Was kostet das? 1500 oder so. Ungefähr, okay. Würde es bitte. Und dann halt. Also je nachdem, wann du das machen kannst, wäre cool, wenn du das auch noch hinkriegst. Ja, ich meine. Kann ich ja eigentlich gleich mit. Wenn er am Hof steht oder wo steht er? Ja, der steht auch am Hof. Ja, dann mache ich das gleich mit. Jo, supi.
Gut, dann danke ich dir erstmal. Und wegen dem Joskin rufst du mich nochmal an. Ja, ich rufe dich gleich wieder an. Danke, ciao. Ciao. Ja, perfekt. Perfekt, dann ist das nämlich schon geregelt. Hä, was ist denn jetzt passiert? Hat er nicht gesät. So, bin ich mal gespannt, wann dieser komische Mario oder wie der hieß, wenn der sich nochmal bei mir meldet. Dann soll ich ihm jetzt, kann die Maschinen abholen. Ich die nämlich vom Hof, dann stehen die mir dann nicht mehr im Wege rum. Ah ja. Ja, den fetzen wir das mal aus. Das war's schon. Gut. Fahren wir zum nächsten Feld. Ist eigentlich auch doof, ne? Ich glaube, ich stelle die Amazone hier mal gerade ab. Damit wir den Düngestreuer noch holen. Da kann ich mir auch gleich einen neuen JD anschauen. Oder soll ich mir das noch ein bisschen aufheben? Jo, Folge hier, servus. Hallo, ich bin Norman. Hi. Und zwar, dein Anhänger bringt noch 17.000. 600. Hoch. Ja, dann nehmen wir mal mit. Nimm ich mit, gut. Ja. Neben deinem Waschplatz steht auch noch ein John Deere grün, schönes Gewicht. Soll ich das auch gleich mitmachen? Jo, bitte. In alles in schwarz, ne? Kommt zu den jetzigen John. Genau, passend dazu. Gut, perfekt. Danke, ciao. Okay. Ciao. Das ging ja nicht. Ist aber egal, zum Transport ist das okay. So, den JD, den schauen wir uns später an. Ich lüng's einfach mal so rüber und freue mich. Den schauen wir uns aber später an. Mal ein bisschen genauer. Jetzt müssen wir erstmal Feldwirtschaft betreiben, dass es auch vorwärts geht. Supi, wenn da alles dann Pico in der gleichen Farbe ist, dann sieht es, denke ich, richtig fesch aus. Baller. Schon wieder. Ey, so langsam habe ich Probleme mit der Lenkung. Ey. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht muss ich den mal wieder in den Service schicken, den Träger hier.
Ich glaube, auf die 107 mache ich die Sojabohnen. Klingelingeling. Ja, Volker Baruna, hallo. Ja, grüß Sie, Herr Nimmersat. Ich hoffe, es hat schon irgendwer Ihnen bestätigt, dass ich der neue Schweinebauer bin. Ja, leider haben die mich nicht angerufen, aber ich habe mich erkundigt nach Ihnen. Und die haben gemeint, der Herr Björn hat gemeint, Sie wären ganz seriöser. Ja, na, ich versuche das aus diesem Hof jetzt zu machen, sagen wir mal so. Das ist löblich. Ich habe nur gehört, dass angeblich hier eine Agrargenossenschaft einmal bestanden hat mit dem Schweinebauern, mit dem ehemaligen. Bestanden hat, ist genau richtig. Gibt's aber nicht mehr. Da das nicht so funktioniert hat, habe ich die aufgelöst. Also ich war der Gründer. Okay. Wären Sie vielleicht wieder an einer Partnerschaft interessiert, dass man es noch einmal neu versucht? Eher weniger. Daran gedacht habe ich noch nicht. Aber ich meine, ich kann Ihnen nur den Vorschlag machen. Sie können einmal sich Gedanken darüber machen. Ja, könnte ich machen. Andere Frage noch nebenbei. Brauchen Sie zufällig Schweinefleisch? Also sprich Schweine, Tiere für den Metzger. Weil ich habe in Erfahrung gebracht, dass Ihnen der Metzger gehört. Die könnten tatsächlich wieder Nachschub brauchen. Glaube ich. Moment, ich muss mal gerade. Das ist ja alles voll digital bei mir. Ich guck mal gerade rein. Ja, tatsächlich könnte ich da ein paar gebrauchen. Wie viele Schweine würden Sie denn brauchen und wie viel würden Sie mir dafür bezahlen? Ja, wie viel haben Sie und was wollen Sie haben? Insgesamt habe ich 120 Schweine. Ich würde Ihnen im Moment einmal 20 abgeben. Mhm. Für den Preis pro Sau muss ich nur kurz durchrechnen. Kurzen Moment bitte. Ja. Sind Sie noch dran? Ich bin noch dran, ich bin nur gerade am Schauen. Ich könnte Ihnen die Sau im Wert von 1200 Euro das Stück verkaufen. Da käme ich gerade an den finanziellen Engpass. Wie viele Schweine würden Sie benötigen? Ja, ich würde schon die 20 nehmen. 19.000 könnte ich Ihnen gerade zahlen. Wäre ein Verlustgeschäft zumindest ein bisschen. Aber wenn wir vielleicht dann wieder eine Agrargemeinschaft bilden, dann könnten wir natürlich darüber vielleicht reden. Aber ich werde mir das noch überlegen und melde mich nochmal bei Ihnen. Ja, und ich ebenso. Kein Problem. Danke, dabei, auf Wiederhören. Bis dann, ciao, danke. Es ist ja fast schon eine Erpressung, ey. Wenn wir eine Agrargemeinschaft bilden, dann gibt es einen günstigeren Preis. Ja. Nein, es ist ja natürlich, es sollen ja auch beide von profitieren. Was waren das jetzt? 264? So. Ja, soll ich mit dem wieder jetzt? Lohnt sich das? Das
ist jetzt halt die große Frage. Und wir müssten halt tatsächlich gucken, was sind die Vorteile? Ja, also klar, einen guten Saupreis, das hätte schon einen Vorteil. Ja, dann kann ich einen Metzger günstig beliefern lassen. Aber das alleine reicht für mich eigentlich jetzt nicht, um zu sagen, okay, die Genossenschaft, vor allem habe ich jetzt einen Neumann schon den Auftrag gegeben, dass er den Anhänger umlackiert. Ich kenne den neuen auch nicht. Also ich weiß ihn nicht so recht. Ich glaube, ich muss den erstmal noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Es ist nur die Frage, wo kriege ich... Ich könnte Elefantengras noch verkaufen fahren. Damit ich das Geld zusammenkriege. 1,2 sagt er. Das wären 4.000. Also 24.000 würde mich das kosten. Die Sound. Ist halt die Frage, wo kriege ich jetzt das Geld her, ne? Ah ja, warte mal, ich verkaufe doch den Joskin. Wenn ich den Joskin verkaufe, da kommen ja nochmal, was kommen 17.000 nochmal rein oder so. Naja, passt. Klingelingeling. Herr Nimmersat hier? Ja, schön, dass ich Sie erreiche. Ich war mir jetzt nicht sicher auf der Rückruftaste, ob Sie das sind. Mir fällt gerade ein, ich habe demnächst noch einen Verkauf. Von dem her könnte ich die 1,2 pro Sau auszahlen. Ist absolut kein Problem. Sie müssten mir nur sagen, holen Sie die Sauen selber ab oder sollte ich die liefern? Ich würde sie selber abholen. Weil die Mitarbeiter sind da ein bisschen skeptisch. Die nehmen die irgendwie nicht immer an. Okay, ist absolut kein Problem. Sie kennen sich noch aus am Hof? Ja, sie haben ja einen Anhänger dastehen. Können Sie, wie gesagt, alles nutzen, ist alles kein Problem. Ja. Vielleicht bin ich eh dann am Hof. Ja. Ich muss jetzt nochmal aussehen und dann würde ich vorbeikommen. Kein Problem, wann immer Sie wollen. Rufen Sie mich nur bitte vorher kurz an, vielleicht bin ich eh da. Ja. Wegen einem Helfen zum Einladen. Ja, das wäre nett. Manche sind etwas störrisch heute. Ja. Sauf mich halt. Wie soll es so sein? Und ich müsste sie aber dann erstmal mit einem Vorschuss oder mit einer Teilzahlung zufriedenstellen, wenn das okay wäre. Das ist absolut kein Problem. Solange Sie mir sagen, Sie können fix dann nachher den Rest begleichen, ist das absolut kein Problem für mich. Ja, das wären ja 24.000 dann, oder? Habe ich mich verrechnet. Kurzen Moment bitte. Muss man einen Taschenrechner suchen? Bei Kopfrechnen ist heutzutage nicht mehr die größte Stärke. Es geht alles weg. Ja, sind wir bei 24.000. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Ich melde mich, bevor ich komme. Okay, kein Problem. Danke. Ciao. Gut, hätten wir das geklärt. Also lerne ich den auch mal persönlich kennen. So, liebe Leute, aber das war's dann auch von der heutigen Folge. Mal ein bisschen länger, 30 Minuten. Ne? wenn es euch gefallen hat,
würde ich mich freuen über einen Like, Abo und einen Kommentar. Und ja. Bis morgen. Haut rein, macht's gut. Tschüss.